In diesem Video gibt es mein Review zum Samsung Galaxy Z Flip. Dieses Smartphone ist bisher mit Abstand das speziellste Gerät, was ich testen durfte. Es ist auch das erste Foldable, welches ich selber benutzt habe. Aber von vorne. Als Samsung 2018 ein Video gezeigt hat, wie man ein Display faltet, habe ich mich gefühlt wie in der Zukunft. Und jetzt, 2 Jahre später, gibt es einfach komplette Handys mit dieser Technik und ich darf so eins auch noch testen. Und deshalb erkläre ich euch in diesem Review, warum es wirklich nice ist, es zu benutzen, ich es aber auch nicht wirklich vermisst habe, nachdem ich wieder auf mein iPhone gewechselt bin. Mir ist direkt aufgefallen, wie klein es im zugeklappten Zustand ist. Es ist mega easy zu handeln und in der Hosentasche hat man manchmal das Gefühl, dass man sein Smartphone verloren hat, weil es so klein ist. Im gefalteten Zustand ist es einfach mal halb so groß wie vergleichbare Geräte. Im aufgeklappten Zustand entfaltet es dann seine komplette Größe von 6,7 Zoll. Was beim Display sofort auffällt, ist der Top-Schwarzwert durch die OLED-Technik. Mir persönlich ist das Displayverhältnis von 21:9 negativ beim Videoschauen aufgefallen. Es lässt sich zwar das komplette Display nutzen, allerdings wird dann so stark gecroppt, dass sehr viel Videoinhalt abgeschnitten wird. Für andere Videoplattformen, also nicht YouTube oder Netflix, sondern Instagram oder TikTok, ist es eher gut geeignet. Also es kommt ganz klar auf den Nutzer an, wie sehr es ihn stört oder wie sehr er es liebt. Mir ist es, wie gesagt, eher negativ aufgefallen. Auch aufgefallen ist mir sofort der Klappmechanismus, denn dieser ist sehr gelungen. Beim Galaxy Fold springt das Phone eher auf. Das Flip hingegen muss man wirklich aufklappen und der Gegendruck, den man ausüben muss, ist sehr angenehm und ermöglicht zudem das Aufstellen in verschiedenen Winkeln. Also an sich bietet der Klappmechanismus also wirklich einen echten Vorteil. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Ich muss sagen, dass es mich nach einer bestimmten Zeit wirklich genervt hat, das Display jedes Mal öffnen zu müssen, wenn man auch nur mal kurz etwas antworten wollte. Es bietet halt kein größeres Display auf der Außenseite, wie beispielsweise das Motorola Razr, sondern dort kann man eigentlich nur die Uhrzeit ablesen, mehr aber auch nicht wirklich. Ich habe bis jetzt kaum über technische Details gesprochen und das hat auch einen Grund. Welcher Prozessor verbaut ist und wie viel RAM vorhanden ist, ist bei solchem Gerät nebensächlich. Es wird nicht wegen dem Prozessor gekauft, nicht wegen dem Arbeitsspeicher gekauft, sondern wegen dem Faltmechanismus. Es ist nämlich wichtig, wie es sich bedienen lässt und wie es in einem Alltag hilft oder auch nervt. Und ich kann abschließend sagen, dass das Gerät wirklich aufzeigt, wie Smartphones in der Zukunft aussehen können und sehr wahrscheinlich auch werden. Es zeigt aber auch auf, wo noch etwas getan werden muss. Beim Außendisplay beispielsweise oder der fehlenden Wasserfestigkeit. Insgesamt finde ich aber alleine, dass wir 2020 so weit sind, dass es ein faltbares Handy gibt, einfach erstaunlich. Mein Fazit ist, dass selbst der Preis von 1500 Euro meines Erachtens relativ gerechtfertigt ist, denn selbst ein iPhone 11 Pro Max mit ein bisschen mehr Speicher kostet ähnlich viel und da hat man halt nicht diesen innovativen Klappmechanismus und von dem her muss ich preis-leistungstechnisch sagen, dass es relativ fair ist.